Jetzt mal zum vierten Anlauf zur Aufnahme dieses Videos. Heute ist der 3. Oktober 2019, Tag der Deutschen Einheit, Feiertag. Aber was hat es mit diesem Feiertag auf sich? Darum soll es im heutigen Video gehen. Beginnen tun wir hier links unten mit der Vorgeschichte. Dann links oben mit den Montagsprotesten, rechts oben mit dem Mauerfall und mit der Wiedervereinigung. Nun starten wir mit der Vorgeschichte. So, die Vorgeschichte beinhaltet die verbesserten Beziehungen, einen gewissen Kurswechsel und den wichtigen Namen Erich Honecker. Nun beginnen wir mit den verbesserten Beziehungen. Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik verbesserten sich die Beziehungen in den 1970er Jahren. In dieser Zeit behält man die Idee einer Wiedervereinigung. Der zweite wichtige Name ist Michail Gorbatschow, denn er leitet die sogenannte Perestroika ein. Was das ist, werde ich euch gleich nochmal definieren. Es ist nämlich der Kurswechsel durch Reform. Er gewährt dem Ostblock, sprich der DDR, die Selbstbestimmung. Die Perestroika bezeichnet die von Michail Gorbatschow eingeleiteten Prozesse zum Umbau und der Modernisierung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion. Nun wieder der Name Erich Honecker. Er war damals DDR-Führung. Er war abgeneigt von neuen Reformen. Mit ihm sollte es keine Wiedervereinigung geben, so sagte er mal. Die Montagsproteste. In Polen und Ungarn lösten sich die sozialistischen Staatssysteme auf. Die politische Aktivität der DDR-Bürger stieg. Dies führte zu den Montagsdemonstrationen. So wie es heute die Fridays for Future Demos gibt, gab es damals montags die Demonstration zur Freiheit. Dies waren wöchentliche Demonstrationen. Die ersten begannen in Leipzig. Dort drückten die DDR-Bürger ihre Unzufriedenheit über das DDR-Regime aus. Es bildeten sich Bürgerrechtsgruppen. Sie deckten Kommunalwahlbetrug auf. Dies instrumentalisierten sie im Sinne der Demonstration. Die Treffpunkte dieser Bürgerrechtsgruppen, des Widerstands und der Opposition war oft in Kirchen. Nun kommen wir zum Mauerfall. Der Mauerfall. Nun wieder der Name Erich Honecker, wie ihr hier rechts schon sehen könnt. Ja, Erich Honecker, SED natürlich, wollte am DDR-Regime festhalten, so sagt er am 40. Jahrestag der DDR. Aber die Protestwelle will das nicht so, somit ist praktisch die DDR-Führung zum damaligen Zeitpunkt zu neuen Reformen gezwungen. So am 9. November 1989, denn an diesem Tag tritt ein neues Reisegesetz in Kraft. Die deutsch-deutsche Grenze wird geöffnet. Massenandrang am deutschen Tor. Immer mehr DDR-Bürger wollen das Land verlassen. Diese Momente gehen als Mauerfall in die Geschichte ein. Und dies ist der Anfang vom Ende. Die Einparteienregierung beginnt zu zerbröckeln. Darauf folgend die Wiedervereinigung, die deutsche Wiedervereinigung, die man sich jahrelang gewünscht hat durch das 10-Punkte-Programm. Und zwar hat Helmut Kohl nach Zusammenbruch der SED einen 10-Punkte-Plan bzw. ein 10-Punkte-Programm zur Ebnung der deutschen Einheit entwickelt. Damit werden nun Deutsche Mark und die soziale Marktwirtschaft in der DDR eingeführt.
Hier rechts seht ihr 2 plus 4 gleich genau die Zustimmung der Besatzungsmächte zur deutschen Wiedervereinigung. Das ist der Inhalt des 2 plus 4 Vertrags, dem am 3. Oktober 1990, dem heutigen Feiertag, Tag der deutschen Einheit, zugestimmt wird. Und darauf folgend treten Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin in voller Größe der Bundesrepublik Deutschland bei. Hier links habt ihr eine Deutschlandkarte mit den Besatzungsmächten. Die roten Bundesländer sind damals die DDR gewesen. Ja, genau. Ende des Kalten Kriegs und Ende des Ost-West-Konflikts traten somit ebenfalls in Kraft. Und das ist die gesamte Geschichte der Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und des Auflösens der DDR. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, gerne mit einem Abo. Glocke nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.